Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Feed the Beast. Ja, in der letzten Folge waren wir auf Tour, unsere schönen Seelensplitter zu füllen. Und damit haben wir schon angefangen, wie gesagt. Da machen wir jetzt auch gleich mit weiter. Aber bevor wir damit weitermachen können, müssen wir uns erstmal ein Büchchen bauen. Ja, und zwar, damit wir wieder aus dem Nether auch zurückkommen. Was wir sammeln wollen, sind Monster-Spawner. Und der ein oder andere hat gefragt, wie wir diese Monster-Spawner überhaupt gesammelt haben. Ja, auch diese hier, glaube ich, die Wisp-Spawner. Das ist ganz einfach, und zwar mit der Force-Wrench kann man diese Spawner abbauen. Die Force-Wrench, ja, von Dartcraft. Einfach Shift rechts klicken und dann kann man sie aufsammeln. Also das ist eine schöne Sache mit Dartcraft. Ja, und so baut man die im Prinzip ab. Ja, die Folge ist heute ein bisschen spät. Ich weiß, es lässt sich leider momentan heute nicht anders einrichten oder ließ sich nicht anders einrichten. Aber ich denke mal, das ist zu verkraften, dass wir heute mal eben eine Stunde, glaube ich, später jetzt mal sind. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich das relativ rechtzeitig jetzt auf YouTube hochgeladen bekomme. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Tinte. Und zwar waren das hier die Inksacks, genau. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, waren das zwei von denen und eine Glasbottle, ne? Genau, dann schmeiße ich die hier einfach auch noch mit dazu. Und dann kriege ich hier drei Stück. Okay, das kann noch weg. Dann können wir hier nochmal ganz kurz eben reingucken. Was haben wir hier dann noch so Feines drin? Das kann alles so ins System rein. Sehr schön. So, und jetzt nochmal ganz kurz eben auf nach oben. Und hier raus nehmen wir uns dann wie folgt. Hä? Inkvale? Warum kann ich die denn da nicht reinlegen? Ach ja, die muss ja da reingelegt werden. Natürlich, klar. Link Panel, genau, den hätte ich ganz gerne. Ach, jetzt kriegen wir ein Achievement dafür. Naja, gut, egal. Haben wir ja schon mal gemacht. Und dann brauche ich noch ein bisschen Leather. Wunderbar, auch. Ich glaube, das war nur eins, oder? Bin ich mir da jetzt nicht schlüssig? Doch, ein unlinked Book. Sehr schön. Das Ganze verlinken wir noch mit einem Shift-Rechtsklick hierher. Und dann sind wir bereit, um in den Nether zu reisen. Das ging eigentlich relativ zügig. Und während wir so ein bisschen reisen, kann ich noch was erzählen. Der ein oder andere, ich weiß nicht, wie viele von euch aus Norddeutschland kommen. Morgen ist Orkanwarnung hier in Norddeutschland. Also ich wohne in Norddeutschland. Und ja, ich habe heute zum Beispiel erfahren, dass alle Schulen bei uns jedenfalls im Landkreis dicht machen. Also wenn ihr aus Norddeutschland kommt, könnt ihr auf jeden Fall, oder solltet ihr mal in den Nachrichten hören, ob eure Schule vielleicht auch zu ist. Meine Uni hat sich sogar auch entschlossen, morgen keine Vorlesungen zu machen. Also ja, habe ich morgen im Prinzip auch frei. Das ist schon mal sehr schön. Und mal schauen, wie es dann Freitag aussieht. Es soll sich ja noch über den Freitag hinwegziehen, also könnte sehr, sehr interessant werden noch für mich. Aber auch mal sehr schön ein paar freie Tage, wobei ich gerade ja in meiner Bachelorarbeit bin. Dementsprechend bräuchte ich eigentlich die Zeit. Wäre also gar nicht mal so verkehrt, wenn der Sturm doch eigentlich weg wäre. Gut, wo? Was machen wir jetzt? Wir reisen jetzt einfach und suchen dementsprechend jetzt Spawner, die wir noch abbauen können. Und nebenbei killen wir alle schönen Wither Skeletons, die wir noch so sehen. Und alle Blazes, die wir noch so finden werden. Hier sind aber relativ viele Netherfestungen, aber nirgendwo irgendwie mal noch ein Blaze Spawner. Da sind noch ein paar von den schönen Heinis hier. Die können wir jetzt mal auch mal ganz kurz hier aufs Korn nehmen. Eventuell lassen die ja noch was droppen hier. So einen schönen Wither Skeleton Schädel. Um den Wither zu platzieren dann später. So, dann laufen wir mal einfach hier mal so ein bisschen rein. Hier ist aber auch gerade nichts. Schade. Ja, das Ganze datet hier sich ein bisschen langsam ab. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich die Einstellung ein bisschen runtergedreht habe.
Denn wir hatten ja in letzter Zeit schon sehr häufig Probleme damit, dass wir die Sachen hier geladen bekommen. Und ja, deswegen habe ich das ein bisschen verringert. Aber es liegt natürlich auch an der Größe der Map mittlerweile. Die ist doch schon sehr groß geworden. Auch die Bereiche, die hier geladen werden, sind ziemlich extrem. Dementsprechend, zack, der ist auch schon mal wieder weg. Dementsprechend ist das hier natürlich auch ein bisschen langsamer geworden. Und der Rechner ist ja nicht mehr der neueste. Dementsprechend muss das leider auch so ein bisschen gehandhabt werden. So, schauen wir mal, ob wir noch eine Festung eventuell hier mal finden. Da, wo wir hier auch mal ein paar von den schönen Blaze-Spawner finden. Normalerweise befinde ich oder werde, fliege ich hier mit einer affigen Geschwindigkeit durch, aber wenn das Ganze hier so ein bisschen langsam rendert, ist man natürlich auch hier so ein bisschen langsam unterwegs. So, da war noch so ein schöner Creeper. Ist ein bisschen wenig, echt, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, noch einen bei uns in unserem Spawner-Raum. Den könnte man noch abbauen, theoretisch. Ich wollte gerade sagen, das wäre eine Festung, aber es ist nicht. Huch. Da dachte ich, geht's gerade durch. Geht's aber auch nicht. Jetzt müssen wir echt hier ein bisschen warten mal. Das Ganze nachgerendert ist. Toll, hier geht's gar nicht weiter. Das heißt, ich kann hier mal weiter fliegen und fliegen und fliegen. Huch. Hier geht's aber hoch. Ach ja, es dauert wieder einen kleinen Augenblick. Ja, wie seid ihr denn morgen betroffen vom Sturm oder habt ihr gar nichts damit zu tun? Würde mich mal interessieren, wie viele von euch auch aus dem Bereich des norddeutschen Raums kommen. Obwohl sich das soll sich ja ganz bis Berlin ziehen, sogar noch teilweise. Keine Ahnung, inwieweit dort unten dann noch der Sturm sozusagen wütet. Ja, und die Holländer, die haben auch schon Probleme. Die befürchten ja, dass die Deiche brechen. Dann steht morgen wahrscheinlich in der Zeitung, Holland ist abgesoffen. Also mal gucken. Also es soll also richtig heftig werden. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Mal gucken, mal gucken. So, aber irgendwie trifft das hier mal wieder ein, was immer passiert. Wenn man etwas Spezielles sucht, dann findet man es überhaupt nicht. Das ist immer super ärgerlich. Deswegen nehme ich jetzt mal einfach ganz gerne. Wo habe ich das jetzt draufgelegt? Nee, komm mal nicht. Wo haben wir denn unsere Map draufgelegt? Die große. Hatte ich die nicht auf der Taste? Ach, ich habe die ganze Konfiguration ja umgeändert. Dementsprechend liegt die Map auch auf einer anderen Taste. Controls. So, und zwar Fulltop. Toggle Map lege ich mal wieder auf ein Komma, wobei auf ein Komma liegt da schon was. Dann nehmen wir doch mal ganz kurz, nee, das ist die falsche Taste. Die Taste hätte ich ganz gerne. Das ist die Plus-Sternchen-Taste, falls ihr die selber mal sucht. Die gleich neben Enter. Was ist mit M, mit B, mit N? B ist frei, dann nehmen wir B. Egal, B, so. Und dann kann man theoretisch mit. Nee, da auch nicht. Womit konnte man denn zoomen nochmal? Bin mir gerade nicht so sicher, wo man mit zoomen kann. Ach, verdammt. Nochmal gucken. Radar, Radar, Radar. Und zwar, nee, hier dann. Control. So. Zoom. Backslash. Okay. Backslash. Backslash wäre im Prinzip, warte, ist das englische Tastatur oder deutsche Tastatur? Wahrscheinlich englische. Geht auch nicht. Geht alles nicht. Will nicht. Dann ändern wir das doch ganz einfach. Warum machen wir das einfach nicht? Was machen wir dann mal? Nehmen wir mal hier V. Geht das? Nee, geht auch nicht. V ist auch schon belegt. Wie wär's mit U? U geht. Nehmen wir mal U. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir es ein bisschen größer. Jetzt können wir mal gucken, aber selbst daran erkenne ich momentan überhaupt keine Festung. Schade. Hätte ich jetzt eventuell gedacht. Wäre jetzt auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Am Anfang hatten wir relativ viele Festungen, aber da waren nirgendwo Spawner. Uah, was war das? Wahrscheinlich ein Creeper.
der so meinte, er müsse mal explodieren. Ja, so geht das aber nicht, mein Herr. Kannst doch nicht einfach hier uns so erschrecken. So, wo haben wir dann jetzt die nächste Festung mal bitte? Eine Festung hätten wir ganz gerne, um vielleicht noch so zwei, drei Spawner eventuell abzugreifen. Das wäre ja gar nicht mal so verkehrt. So, da hinten ist noch ein Gas, den brauchen wir auch nicht. Mann, 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 Mann. Ja, das Ganze, was wir machen wollen, hatte ich ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erklärt. Wir wollen uns einen, einen Blaze-Spawner bauen, also einen von den Soul Shards her. Und diesen dann ummünzen auf einen Wither-Skeleton-Soul Shard, einen vollen. Und das funktioniert noch momentan ganz gut über den Amboss. Das soll aber demnächst, beziehungsweise in einer der Erweiterungen von Soul Shards, dann wieder verhindert werden. Sieht man nicht so gerne an, möchte man auch ungerne erreichen mit dem Mod. Dementsprechend, was ist das denn hier bitte schön? Ist das Eis? Nee, das kann doch kein Eis sein. Ach, das war Gravel. Sah aber sehr komisch aus, das Gravel. So bläulich. Okay. Whatever. Aber immerhin noch keine weitere. Da auch schon wieder. Sieht sehr bläulich aus hier momentan. Hat sich das irgendwie geändert, das Farbschema von Gravel? Oder sieht das jetzt im Nether anders einfach aus? Scheint jedenfalls so. Ist mir auf jeden Fall sonst so nie aufgefallen, dass das so bläulich aussieht. Naja, okay. Man lernt ja nie aus, ne? So schaut's nämlich aus. Da! Ha! Da haben wir doch noch eine Festung gefunden hier am Ende. Das sollte aber auch dementsprechend so sein, dass wir dann hier eventuell noch einen zweiten finden. Hoffe ich mal. Denn, ach, da ist ja auch gleich schon der zweite. Sehr schön. Meist sind nämlich zwei Stück hier in solchen Festen. Manchmal findet man auch drei, aber häufig sind es eigentlich zwei. Wenn hier jetzt nicht nur eine dritte oder vierte Festung einfach so dran liegt. Davon mal abgesehen. So, gucken wir einfach trotzdem nochmal hier irgendwie rein. Manchmal hat man ja Glück, manchmal aber auch nicht. Dementsprechend ist das ganz gut, wenn man hier einfach nochmal ein bisschen so rumguckt. Da sind noch ein paar von denen. Die nehmen wir doch auch noch einfach mal glatt mit aufs Korn. Denn wenn wir die Soul Shard schon draußen haben, dann können wir das im Prinzip auch gleich machen. Jeden, den wir sammeln, den brauchen wir dann nicht mehr nachher ummünzen. Oh, da oben sieht man sogar noch schön die Scheiben fliegen. Relativ lustig. So. Aber erstmal hier wieder geguckt, ob wir hier eventuell noch den ein oder anderen Blaze finden. Da ist auch noch so einer. Den nehme ich auch mal eben ganz kurz mit. Da ist noch ein Blaze. Zwei Stück sogar. Vielleicht kommen wir in dieser Richtung noch zu einem Blaze-Spawner. Mal schauen, mal schauen. Schaut aber eventuell auch nicht danach aus. Dann fliege ich noch ein bisschen in diese Richtung. Guck hier nochmal. Hier ist nix. Okay. Oh, sagen wir mal ganz kurz nachrendern. Hier ist aber auch nichts mehr. So, dann ist die Zeit auch gleich schon fast um. Ich würde sagen, wir bleiben sonst auch nochmal erst hier ein bisschen im Nether drin. Das heißt, nächste Folge werden wir die Soul Shards auch noch ein bisschen erweitern. Denn ich möchte ungern so halbfertige Soul Shards haben. Und dann werden wir, huch, da kann man ja schön durch die Wand gucken. Dann werden wir, wenn wir einen fertig haben, werden wir den dann mal einbauen. Habe ich so mal gedacht. Und dann sollte das Ganze laufen. So, hier ist alles recht verwinkelt, aber so wirklich zum Ziel kommen wir hier jetzt auch nicht mehr. Müssen wir nur mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Das sollte vorwiegend unser Hauptmerk sein. So, ansonsten müssen wir uns hier auch irgendwie vielleicht rausgraben. Das müssen wir mal schauen. So, ich denke mal, hier sieht's ganz gut aus. Ansonsten sehe ich, geht's nach oben wohl weg.
Hier sieht's gut aus, hier sieht's gut aus. Da sieht's noch besser aus, oder? Ich weiß es nicht. Sind wir nicht hier sogar hergekommen? Ich glaube, ich finde mal endlich das erste Mal, dass ich einen Weg wieder zurückfinde, scheinbar. Ha, da ist noch ein Blaze, den nehmen wir doch einfach mal glatt mit. Zack, weg mit dir. Ja, Wahnsinn, ich habe mal einen Weg nach draußen gefunden. Das ist echter, purer Wahnsinn. Sonst finde ich ja nie wieder zurück, aber diesmal, Hut ab, wir haben es nach Haus geschafft. Nach Haus natürlich nicht, aber wir haben es rausgeschafft. Zur Not hätte man natürlich auch das Buch nehmen können oder wir hätten uns rausgegraben. Wie gesagt, das Buch werde ich dann in der nächsten Folge nutzen, wenn wir noch ein oder zwei von denen gefunden haben. Und, gut, jetzt haben wir drei Stück haben wir jetzt, ne? Drei müssten wir jetzt haben. Dann ist es eigentlich auch nicht gar nicht mal so schlecht. Damit kann man eigentlich relativ schnell und gut farmen. Und dann dürften wir hoffentlich beim nächsten Mal den Zollschad fertig kriegen. Wenn wir den dann fertig haben, dann bauen wir das ganze Ding in unsere schöne, aber feine Farm ein. Und dann sehen wir mal weiter, wie es dann dort läuft. Gut, ich mache mir mal hier so einen kleinen Raum. Wollte ich fast sagen, dass wir hier ein bisschen sicher stehen. So, da können wir dann später wieder runter. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Da fahren wir dann noch ein paar schöne Seelen und dann geht's dort mit weiter. Bis dann erst einmal. Ciao.